Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir uns hier auf den Weg zu Bronte gemacht und jetzt schauen wir mal, was uns da erwartet. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Clutch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Pick us up yonder. I got you. Thank you. Good luck to you. Come on. Tja, so schnell sind wir da. Jetzt ist die Frage, wie hart wir hier eskalieren werden. Lenny, Bill, you're with me. Arthur, John. You take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Dann komm, Dude. Let's go. Okay, Sicherheitsleute sind hier auf jeden Fall auch am Start. Oh, das sind ja echt zwei, die aufeinander zugucken. Okay, dann halt so. Ja, super. Ja, in der Stadt verscherzen wir es uns einfach immer mehr. Und jetzt kommt wahrscheinlich so der Plot-Twist, er ist gar nicht zu Hause. Wäre auf jeden Fall sehr lustig. Wenn du ihn einfach mal treffen könntest und nicht andauernd in seine Deckung zielen könntest, wäre ich dir echt sehr verbunden. Ohne Witz, wie das einfach triggert. So. Meine Güte. Hätte ich... Ja, zum Glück habe ich irgendwie so ein Ding mit dabei. Der geht mir am meisten auf die Nerven. So. Was ist das jetzt schon wieder für ein Typ? So, der ist jetzt auch weg. Jetzt noch der da oben und dann haben wir es hoffentlich. Okay. Ich weiß nicht, ich würde die ehrlich gesagt gern erst alle ausrauben. Silberne Gürtelschnalle, das wird uns wieder einiges an Geld bringen. Wahrscheinlich macht er jetzt gleich wieder Beef deshalb, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ja, halt mal kurz die Klappe. Du musst die Leute ja nicht unbedingt ausrauben, aber ich werde es schon tun. Halt bitte kurz die Klappe. Look out!
Oh. Die sind wohl schon drin. Ohne mich. Ja, das war ein nicer Schuss. Schönen Dank, dass du dich auch vor mich stellst. Während ich hier am Dingsen bin. Auf Wiedersehen. Okay, in dem Raum ist wohl auch jemand. Ich dachte schon, hier wäre eine Tür. Es sah irgendwie so ein bisschen so aus. Was ist das für ein Brief? Untersuchen. Okay, ihr könnt ja kurz auf Pause drücken und es euch durchlesen. Hier ist gerade ein bisschen Eskalation. Ich will trotzdem hier alle so ein bisschen ausplündern. Die haben bestimmt alle nice Sachen dabei. Vielleicht irgendwelche italienischen Designerstücke. Ich will ihn ausplündern, bitte. Plündern. Ich plündere gerade. Wir, du schießt jetzt auf mich. Tschüss. Oh, durchs Fenster. Nice. Das war eigentlich nicht der Plan. Ich fand das Buntglas eigentlich ganz hübsch. Ja, sein ganzer Vorgarten ist jetzt quasi mit Leichen gepflastert. Nice. Ja, ich such gleich oben. Mach doch nicht immer direkt so einen Stress hier. Ich muss doch erstmal in aller Ruhe die Leute hier ausnehmen. Ihr macht's ja nicht. Euch ist das nicht gut genug. Ich merke das schon. Aber wir können das hinterher alles verscherbeln und das bringt ordentlich Geld. Ich weiß zwar nicht wirklich, was ich mit dem Geld machen soll. Wir haben mittlerweile halt einfach schon viel zu viel. Aber, man kann nie genug Geld haben. Wir haben zwar viel, aber man kann nie genug Geld haben. Lol, Moment. Ich hätte erwartet, dass es da vielleicht so durchgehen würde oder so. Na gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Da ist jemand rausgefallen. Ups. Was? Der lebt noch? Ich denke eher nicht. Hallo. Versteckt er sich ernsthaft in der Badewanne? Ich hätte gern die Waffe. Okay, okay. I'm sorry, friend. No, name your price. Name your price. Every man have a price. Okay, okay. No, I surrender. I surrender. Should we kill him? Nah, just take him to Dutch. You can carry him. I ain't touching that piece of shit. Erstmal plündern wir ihn. Er hat bestimmt einiges Interessantes dabei. $155, ich sag ja. Nicht schlecht. So. Können wir jetzt immer noch plündern? Nö, eher nicht so. Nehmen wir den jetzt mit? Sollen wir hier hin oder eher nach unten? Ich würde eher sagen nach unten. Der wacht, glaube ich, nicht so schnell wieder auf. Oh. Sind das die Pinkertons? Es sah ein bisschen danach aus. Wir werden gesucht wegen Entführung. Ja, moin. Als ob es die einfach juckt, wenn wir hier jemanden entführen. Also ohne Witz. Naja gut, wie das klingt, als ob es die gar nicht juckt. Naja, es wird die schon jucken, aber nicht so, wie es hier jetzt gerade passiert. So in dem Ausmaß.
Okay, hier ist auch noch irgendwo jemand. Oder hier sind sogar zwei jemanden. Zwei jemandes, keine Ahnung. Moment, um den kümmern wir uns noch. Okay, ich glaube, das haben die schon erledigt. Hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing, you mean nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Call them now. You call them. Ich hoffe, ich werde dafür nicht gestrikt. Es ist nur ein Videospiel. Jesus. Part of your philosophy books cover feeding a fellow. The goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it, but it is us or him. I figure it might as well be him. Ja, ihn umzubringen, finde ich jetzt auch schon ein bisschen übertrieben. Wir hätten ihn ja irgendwie erstmal entführen können und irgendwo verstecken können, aber... Ja. Das war schon krass. Ich frage mich gerade, ob die jetzt in der Stadt auch unser Gesicht kennen. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind hier immerhin nicht mehr gesucht als sonst, obwohl wir haben jetzt schon $410. Ja, hier oben wird es weniger, hier haben wir nicht so viel Müll gebaut, hier ist es 410 und hier ist dann so tot oder lebendig. Beste. Gut, wir könnten jetzt natürlich direkt wieder zu Dutch gehen, werden wir aber, denke ich mal, noch nicht tun. WTF. Seht ihr das? Ja, so geht's auch. Das Pferd chillt einfach im Baum. Passiert mir auch immer. Wir nehmen mal eben Cindy mit. Und als erstes setzen wir wieder unseren Hut auf. Der ist hier. So, Beste. Und jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, es macht Sinn, mal wieder zum Hehler zu dingsen. Wo ist der denn? Hier oben, ne? Ja, und wir können ihm ja den ganzen Kram verkaufen, den wir eben... gedingst haben, ja, gutes Deutsch, den wir eben geklaut haben. Ist bestimmt wieder einiges mit dabei. Und dann machen wir ab der nächsten Folge dann wieder weiter normale Missionen. Aber das war gerade schon sehr interessant. Es war sehr interessant, genau. Man kann es nicht wirklich als Mission betiteln. Es war eine sehr interessante Operation. Das trifft's gut. Aber ohne Witz, ich glaube, ich hätte den nicht umgebracht, ich hätte ihn einfach irgendwo versteckt.
Das hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Der hat ja auch eigenes Geld. Dann das wären wir vielleicht auch irgendwie noch rangekommen. Vor allem $1000. Also jetzt mal ernsthaft, da hat selbst Arthur mehr. Also, wie viel haben wir? 4000. Ja, moin. Es fehlt mir so ein bisschen, dass hier steht, wie spät wir haben, wie spät es ist oder wie spät wir es haben. Well, you know, ihr wisst, was ich meine. Genau. So. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder in der Stadt, in Rhodes. Und werden jetzt mal wieder unseren Kram verkaufen. Da läuft eine Lady in ihrem Kleid durch die Gegend. Hier ist die Kirche. Ach ja, das war schon eine echt interessante Zeit hier. Ohne Witz, dieses Südsee-Camp hat mir echt bisher am besten gefallen. Och, Cindy. Mach doch nicht immer so ein Drama. So. Hallo, hallo, hallo. So. Ja, ich denke schon. Wir haben ein paar Sachen, haben wir auf jeden Fall. So. Etwas mehr über $100. Naja gut, da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr verdient, ein bisschen mehr erhofft, aber ist ja auch schon mal was. Gut, dann würde ich aber auch sagen, wir setzen an der Stelle dann mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, was Dutch uns noch so zu berichten hat. Bis dahin!